Seastacks, die es in Schottland gibt, das sind ja freistehende Felstürme, die vor der Küste sind, so zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Jahre alt. Und das sind so Zeugenberge, die praktisch vor der Küste übrig bleiben. Der Rest der Küste ist schon wegerodiert durch die Brandung, die durch den Nordatlantik ständig gegenschlägt. Und ab und zu bleibt dann eben mal so ein Stück Küste stehen und daraus bildet sich dann eben ein Seastack. This one is probably the best of all the sort of three classic Seastacks because it's the easiest. But it's a nice little adventure because you have to swim to get your rope across. And because it's VS, it's not too difficult. So a lot of people would climb this one. And the rock's really nice. The rock's much better than on Hoy, on the old man of Hoy, it's a bit softer. The rock here is quite good, it's good enough. Yes. The good thing about climbing in Scotland is the variety of rock. There's lots of different rock types. So you could climb for a week and climb on a different rock every day if you wanted. So that's what makes it really interesting as well. And the sea cliffs are small, but you can still have a good adventure on a very small cliff. Natürlich hätten wir auch den anderen Teams folgen können, aber es war für mich auch spannend, irgendwo reinzuklettern nach Bauchgefühl. Das war letztendlich nicht die Ideallinie, aber steil und nicht ideal abzusichern. Und im oberen Teil in der zweiten Länge, die der Jan dann vorgestiegen ist, auch relativ sandig. War okay, aber hätte nicht viel mehr sein müssen. Ich glaube, wir haben uns verklettert und somit das Glück gehabt, eine Erstbegehung zu machen. Ich fand es schwierig. Ja, ich fand es tatsächlich schwierig. Ich fand es vor allen Dingen sehr schwer abzusichern und habe ein wenig geschwitzt. Ich habe, glaube ich, 5-mal überlegt, wieder zurückzuklettern und Fritz vorsteigen zu lassen. A lot of people climb here and they probably don't record what they climb. So sometimes you don't know whether it is a first ascent. I think some of what they've climbed is probably new, yes. So ein Gesamterlebnis. Es geht nicht allein um die Route, es ist auch das Erlebnis, hinterher oben auf dem Seastick zu stehen, 50, 60, 70, 80 Meter über dem Meer. Unten schlägt die Brandung dagegen, vorher das Vorbereiten der Seilbrücke, alles rüberschaffen, hinterher wieder zurück, lange Abseilstrecken. Das ist einfach so ein Erlebnis, mit dem Berg aus dem Wasser heraus zu klettern. Und das ist schon einfach eine ganz andere Erlebnisqualität als jetzt irgendeine Wand, wo drunter Erdboden ist.